In diesem Video werde ich für 100 Euro im japanischen Viertel in Düsseldorf essen. Little Tokyo ist bekannt für seine vielseitigen, authentischen japanischen Restaurants mit allen möglichen Spezialitäten, die man dort kennt. Aber wie viel bekommt man von ihnen für 100 Euro und wie schmecken sie? Lasst uns keine Zeit verlieren und es sofort rausfinden. Noch nichts gegessen, also brauchen wir auf jeden Fall Frühstück. Und den Laden, wo wir jetzt hingehen, den gibt es erst seit ein paar Monaten. Und er hat anscheinend richtig leckere japanische Pancakes. Er heißt Buni, wie gesagt, er hat neu offen und wir checken mal, was er so kann. Allerlei Sachen. Hier gibt es japanische Pancakes, hier gibt es Bingsus, also so japanische Eiscreme, verschiedene Mystery-Boxen und buntes Fruchtgelee. Wow, also hier gibt es wirklich eine Menge geiles Zeug. Aber ich glaube, wir beginnen tatsächlich mit dem Pancake. Mich spricht wirklich hier vieles an, aber Matcha wirklich am meisten. Das muss ich einmal probieren. Oh, sieht das gut aus. Wir haben hier also diesen fluffigen Pancake, der wirklich super schön gebraten ist, so wie es aussieht. Und oben ist nochmal so Matcha-Pulver drauf. Wir haben hier noch ein bisschen Puderzucker, ein paar Bohnen auf jeden Fall dabei. Weiß nicht, was es genau ist. Es ist nicht Kondensmilch, dafür ist es zu flüssig, aber es ist auch keine normale Milch, dafür ist es zu dick. Also vielleicht ist es beides irgendwie miteinander vermischt. Das mache ich jetzt einfach mal drüber. Boah, sieht das gut aus. Oh, wow. Ey, das sieht schon echt wirklich verdammt gut aus. Oft ist es ja so, dass gerade fluffige Teigwaren nicht so viel Geschmack haben, weil doch relativ viel Luft drin ist. Aber hier ist wirklich unglaublich viel Flavor drin. Das Matcha kommt auch richtig schön raus. Ich liebe die Konsistenz. Ein mega guter Start. Ich bin wirklich gespannt auf alles andere, was diesen Tag noch kommt. Wie kostet das Ganze? 10,90 Euro. Also haben wir noch knappe 90 Euro. Weiter geht's. Angefangen hat es ja alles in den 1950ern, als die ersten japanischen Unternehmen nach Düsseldorf gekommen sind, wegen der zentralen Lage und der guten Infrastruktur, dass sie überall hinkommen. Und mittlerweile sind so große Firmen wie Toyota oder Mitsubishi hier und dadurch sind super viele japanische Läden hier. Alle mega authentisch, alle super lecker und ich bin echt gespannt, was es noch so hier gibt. Und hier gibt es eigentlich einen coolen Ramenladen, das sieht eigentlich ganz lecker aus. Also es gibt hier zwei verschiedene Arten von Brühe. Es gibt einmal die rote Brühe und die weiße Brühe. Die rote Brühe ist mit Sesampaste und Chiliöl und Misopaste. Die weiße Brühe ist dann mit Pilzrahmsoße und Maispaste. Also man sucht sich praktisch seine Ramen aus. Dann die Schärfestufe kann man hier sogar noch bestimmen. Es gibt unten noch so ein paar Kleinigkeiten, die kann man hinzuwählen. Ich nehme dann die Eier auf jeden Fall. Also ich finde, auf eine gute Ramen gehört einfach so ein schönes Ei oben drauf. Dankeschön. Danke. Es sieht wirklich so gut aus. Ich kann gar nicht warten, da reinzuspringen. Als erstes müssen wir die Brühe probieren. Man schmeckt den Sesam auf jeden Fall gut raus. Auch die Schärfe. Ich habe eigentlich nur normal bestellt, aber es ist echt sehr gut scharf. Und es hat so viel Geschmack. Das Ding ist einfach der absolute Wahnsinn. Boah. Wir haben hier diese Kragestückchen, die einfach super, super knusprig aussehen. Dann haben wir hier nochmal normale Hühnchenstücke, die sehen gekocht aus. Und hier unten sind nochmal diese Mie-Nudeln. Absolute Weltklasse. Dieses Hähnchen ist perfekt gekocht. Es ist außen knusprig, innen drin ist es so wahnsinnig weich. Das Hähnchen des Karages mit 10 von 10 und das ganze Gericht einfach der Hammer. Wow. Boah, das war richtig gut. Ich habe aber immer noch Hunger. Gekostet hat es 17,90 die normale Ramen mit 2 Euro extra fürs Ei sind wir bei 19,90. Und ich kann gar nicht erwarten, dass es weitergeht. Ich bin richtig gespannt, was es noch gibt. Mir gefällt es ja sehr, sehr, sehr gut. Weiter geht's. Es gibt aber in diesem Viertel nicht nur Restaurants, sondern auch generell einfach super viele japanische Läden, wo man Messer kaufen kann, japanische Kunst und so weiter und natürlich Supermärkte. Und ich guck mal, was es da zu essen gibt. Wirklich super viele japanische Sachen. Hier ist lauter Pokémon-Zeug und so. Das ist schon richtig cool. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht irgendwie lecker aus. Ich meine, ich kenne mich ja echt gut aus in Asialäden, aber das ist was ganz anderes. Und hier sind so viele Sachen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, die für mich total neu sind und die ich auch nicht lesen kann. Deswegen, es ist gerade ein bisschen viel, aber es ist ultra cool. Schau mal, das sieht richtig interessant aus hier. Hier gibt es super viel so japanische Speisen, die sind schon abgepackt. Onigiri, Takoyaki, Spieße, japanische Curries, Katsudon. Also sowas habe ich noch nie in einem asiatischen Supermarkt gesehen. Guckt euch das mal an, diese Bento-Boxen, das ist ja absoluter Wahnsinn. Gegrillter Lachs mit Miso, gibt's Mochis und Daifukus. Und was richtig crazy ist, hier gibt es einfach eine komplette Fischtheke, wie in Japan. Und frisches Sushi, frisches Sashimi, das hier geschnitten wird. Für wirklich nicht viel Geld. Einfach mal hier so ein Lachs- und Thunfisch-Sashimi, auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, was wir noch finden. Es gibt echt viele coole verschiedene Packungen. Alle mit Thunfisch, Lachs auch. Hier sind welche mit Eiern. Hier kann man auch so ganz normale kleine Makis kaufen. Die kostet auch gar nichts. Das kostet wirklich nur 3,50 für so ein Lachs-Avocado-Maki. Das ist wirklich unglaublich. Und dann haben wir hier unten noch ein paar Nigiris. Auch hier mit Aal, Unagis. Aber ich glaube, ich nehme mir einfach hier so einen Mix mit. Wow, kann ich gar nicht erwarten. Also einen wirklich sehr chilligen Ort. Hier gibt es nicht wirklich zu essen. Es gibt halt nur die Terrassen, aber irgendwie so ein Park oder eine coole Parkbank gibt es hier irgendwie leider nicht. Also es ist auch mitten in der Stadt, wo wir gerade sind. Aber ist nicht schlimm, wir sind mit dem Auto da. Und was ich gar nicht gedacht habe, auch als ich das Sushi gekauft habe, ist, dass überhaupt keine Sojasauce dabei ist. Und an der Kasse hat sie mir einfach so 4 so Packungen mitgegeben. Das war richtig, richtig cool und richtig nett. Also
Hammer, ich bin so beeindruckt. Als erstes haben wir hier den Sushi Mix. Wir haben hier 4 Nigiris, 6 Makis und 4 California Rolls. Die Makis sind mit Gurke und Lachs und die California Rolls, da sind 2 verschiedene. Die einen sind mit Thunfisch und die anderen sind mit Surimis. Und dann, ne, konnte ich nicht widerstehen und hab mir noch diesen Sashimi Mix geholt. Oder beziehungsweise das Duett, besser gesagt. Nämlich einmal mit Lachs und Thunfisch. Was auf jeden Fall sofort auffällt, ist, dass es wirklich gut aussieht. Auch weil nicht so viel Reis drin ist, sondern wirklich der Fischgeschmack im Vordergrund ist. Und ich probiere jetzt eins dieser Lachs-Makis mal, auch einfach so ohne Sojasauce. Das ist einer der besten Sushis, die ich jemals in Deutschland gegessen habe. Also wirklich, ohne Witz, das ist der Hammer. Wow, seht euch an, wie schön dieser Lachs aussieht und wie gut er glänzt. Nur ein bisschen Wasabi drauf. Ich weiß nicht, woher dieser Fisch kommt, aber die Qualität ist Hammer. Probieren wir auch dieses Thunfisch-Sashimi. Ich weiß jetzt schon, das wird mich nicht enttäuschen, nach den ersten 2 Bissen. Was ich auch liebe, ist das Fisch- und Reisverhältnis bei den Nigiris. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Fisch an beiden Seiten über dem Reis liegt. Es ist zwar kein echter Wasabi, aber das wäre auch ein bisschen viel verlangt. Es ist aber auf jeden Fall eines der besten Sushis, die ich jemals in Deutschland gegessen habe. Der Sushi-Mix war bei 16,70 €, der Sashimi-Mix bei 7,90 €. Das heißt, wir sind bei 24,60 € und insgesamt bei 55,10 €. Hier gibt es Soft-Eis. So normales japanisches Soft-Eis. Und es gibt dieses virale Soft-Eis, das aussieht wie so Spaghetti und von oben rauskommt. Ich glaube, das will ich unbedingt mal probieren. Ich mache Soft-Eis rein, dann kommen diese Kellogg-Stückchen hier oben drauf. Dann nochmal Soft-Eis. Jetzt kommt praktisch dieses Spaghetti-artige rein, was wirklich richtig cool aussieht. Das wird auch langsam gemacht, damit es ja nicht runterfällt und alles drauf bleibt. Und hier machst du nochmal das Stückchen ab oben. Und dann wird das Ganze getoppt mit einem kleinen Goldstückchen. Wow, das ist auf jeden Fall sehr viel mehr, als ich dachte. Und es sieht auch wirklich gut aus. Also man sieht hier unten diese kleinen Krümelchen über dem Soft-Eis und in der Mittelschicht oben drauf. Und natürlich diese Spaghetti-artige Marone. Und ein so ein Löffel sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich liebe den Crunch, der so zwischen dem Soft-Eis durchkommt. Und dieser Mini-Marone-Geschmack, der durch diese Spaghetti-artige Maroneneis noch durchkommt. Wirklich sehr, sehr leckerer Biss. Takoyaki mit Koriander und Chili, Alter. Ne? 6 Stück? 6 Stück. Aber heute ist der 10-Preis auch Grad-Preis. Aber was für den 6? Nein, lieber 6. Hab schon so viel gegessen heute, deswegen okay. Lieber 6. Wir haben uns jetzt Takoyakis geholt. Es gäbe eigentlich 10 Stück für 6 heute. Es ist Dienstag und Dienstag gibt es immer 10 Stück zum Preis von 6. Aber das machen wir diesmal lieber nicht. Aber die haben trotzdem 10 gebracht. Ich meine, es ist eine coole Sache. Es ist nur, wir haben echt viel vor heute. Und was Takoyaki sind, sind Teigbällchen. Und die werden mit ein bisschen Gemüse und Oktopus gefüllt. Und wir haben hier noch welche mit Chiliöl und Koriander oben drauf. Und mittlerweile sind die auch echt bekannt in Deutschland. Und man findet sie relativ oft. Aber oft schmecken sie auch nicht so. Die hier sind nicht so fest, wie man sie eigentlich kennt. Normalerweise bleibt so die Form so ein bisschen bestehen, aber trotzdem sehr, sehr lecker. Versuchen wir hier eins aufzumachen. Und da sieht man genau dieses Oktopusstück, was da rausschaut. Normalerweise ist es so ein bisschen fester innen drin, aber die hier sind sehr, sehr weich innen drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das Absicht ist oder ob es einfach zu wenig gebraten ist. Ich wollte 6, ich habe 10 bekommen, kosten 9 €. Esst die jetzt auf und dann geht's weiter. Wir sind jetzt bei 72 €. Ich bin noch nicht am Ende. Ich habe immer noch nicht mehr viel Hunger, aber ich habe Hunger. Und wir haben also 28 € noch auszugeben. Mal sehen, was wir davon noch bekommen. Seht euch das mal an. Das ist ein Taiyaki, eine Art Pfannkuchen und ganz typisch japanisch in so einer Fischform. Und wir haben hier jetzt noch Softeis oben drauf mit 2 verschiedenen Sorten. Nämlich einmal mit Taro, das ist eine Art Süßkartoffel, und Vanille. Und dann haben wir noch so einen kleinen Keks hier oben drauf und das ist auf jeden Fall einiges. Also diese Farben oben drauf sind auf jeden Fall richtig schön. Und das Eis hat eine super schöne Konsistenz. Es ist cremig, aber trotzdem so ein bisschen fest, sodass es nicht runterläuft. Ihr seht es. Schön knusprig, innen drin weich. Ich mag's. Wird nur ein bisschen dauern, das aufzuessen. Fast 20 € übrig. Und hier habe ich gesehen, es gibt so kleine Reisgerichte. Wir hatten noch kein richtiges Reisgericht, glaube ich, heute. Deswegen, let's go. Also hier ist auch wirklich absolut crazy Laden. So, wir haben hier überall Sushi auf der Theke. Da haben sie die ganze Zeit Fleisch und auch diese Bento-Boxen in der Theke. Anscheinend gehört das hier dem Thunfischkönig von Düsseldorf. Und dann nehmen wir uns auch gleich was Warmes mit. Hier ist eine Suppe drauf, ich kann es kaum tragen. Aber dafür haben wir jetzt, ich denke, unsere vorletzte Speise für heute. Wir haben jetzt 2 Sachen. Einmal eine Miso-Suppe und Katsudon. Eine mit Zwiebeln und Eiern gekochte Schweineschnitzel auf Reis. Was ich an der Miso-Suppe so cool finde, ist, wie das Innere durch die Wärme zirkuliert. Wow. Schauen wir uns mal das Schnitzel an. Ich muss ehrlicherweise sagen, es sieht außen jetzt nicht so knusprig aus. Innen sieht es aber schön saftig aus und es ist auch eine echt große Portion. Und dann sind hier, wie gesagt, noch der Reis drin, Eier und etwas Frühlingszwiebeln. Und hier oben sind noch so ein paar Algenblätter oben drauf. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe dieses Gericht schon mal gegessen.
Und wie erwartet war jetzt, oder wie es aussieht besser gesagt, war die Panade oben jetzt nicht besonders sehr knusprig. Das Fleisch war okay. Ja, die Eier sind perfekt gekocht. Insgesamt überzeugt mich das jetzt nicht so. Wir haben noch 7, 8 Euro, wenn ich mich richtig verschätzt habe. Ich blende hier irgendwo ein, wie viel noch wirklich da ist. Also ich denke mal, wir haben noch einen Spot übrig. Ich esse hier auf und dann sehen wir uns beim letzten Spot. Okay, ich will ganz ehrlich sein. Ich habe so viel gegessen und bin richtig voll. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach was vom Supermarkt mit und schau mal, was es hier gibt. Das ist ein anderer Supermarkt als voll. Mal gucken, was der so für Süßkram hat. Ich habe auch Lust auf was Süßes und auf was Süßes muss sein am Ende. Also mal schauen, was er hat. Sehr groß hier. Mit extrem viel Auswahl. Das hier, das Detail mit den Kirschblüten finde ich auch echt cool. Hier gibt es nichts Süßes, sondern nur hier, was auch natürlich cool ist. Kimchi. Wimchi, veganes Kimchi. Ah, das ist doch die Ecke, die ich suche. Wenn wir diese coolen japanischen Kuchen so komplett perfekt aussehen einfach. Corn Dogs zum selber machen oder zum selber frittieren, die sind wahrscheinlich schon halb fertig. Oh, für die Mikrowelle. Wir haben ja noch 6,90 Euro genau. Oh, das sieht doch gut aus. 90 Cent brauchen wir noch. Sind so gut wie durch. Und das habe ich mir zum Schluss noch geholt. Dann haben wir einmal da Fokus, und zwar sind das Reismehlbällchen mit einer Bohnenpaste innen drin. Traditionell ist sie immer mit diesen Bohnen gefüllt. Es gibt aber auch andere Füllungen oder manche machen sogar Obst rein, was natürlich super stark ist. Top. Und dann haben wir das hier, wo ich eigentlich nicht wirklich genau weiß, was es ist, aber wir werden es gleich rausfinden. Es sieht aus wie Kaugummi. Da steht nur Peach drauf, alles andere ist auf Japanisch oder Koreanisch. Kannst nicht genau lesen, aber schauen wir mal. Ich glaube doch nicht, dass es ein Kaugummi ist. Es sieht eher aus wie so ein Bonbon. So wie ein Mauern. Das schmeckt auch. Der stimmt wie Pfirsichgeschmack. Wirklich lecker. Beides zusammen hat 6,78 Euro gekostet, was bedeutet, dass wir 12 Cent vor den 100 Euro sind, die ich an der Kasse aufgerundet habe. Also sind wir bei genau 100 Euro, die wir heute in Little Tokyo und Düsseldorf ausgegeben haben. Ich bin pappsatt, aber wir haben heute super leckere Sachen gegessen. Ich hoffe, euch hat das Video genauso sehr gefallen wie mir. Falls ja, würde ich mich über ein Abo freuen. Like das Video, kommentiert, wie ihr das Video fandet und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, ciao.